Fernbedienung wieder fällig. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lang ist es her, aber ich habe heute mal wieder eines eurer liebsten Videos und zwar einen Haul. Denn wer mir vielleicht auf Instagram oder TikTok, ich weiß nicht, ob ich es da gepostet habe, folgt, der hat schon mitbekommen, ich war in Holland und dort war ich auch shoppen. Ich liebe es, gerade auch so in Großstädten oder in anderen Ländern, dort durch die Boutiquen zu gehen und Thriftstores. Ich liebe das einfach. Und deswegen dachte ich mir, mache ich daraus ein Haul. Ich habe ein paar richtig coole Sommersachen gefunden und auch einen Teil auf jeden Fall für die kälteren Tage, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Vorab vielleicht kurz ein kurzes Statement zu meinem Urlaub und zu den Städten, in denen ich war in Holland, den das interessiert. Ansonsten könnt ihr weiter skippen zum Haul, aber ich finde das sehr interessant. Ich war unter anderem in Noordwijk und in Leiden. Das sind zwei unfassbar schöne Städte, also Leiden vor allem auch zum Shoppen richtig gut. Und es ist total angenehm dort, da ist nicht so viel los, aber es sind süße Boutiquen auch dabei. Und in Noordwijk ist es so unfassbar schön, weißen Sandstrand und auch einfach die Menschen dort. Es war so schön dort. Und dort gibt es auch ein Kloster, das habe ich bei Instagram gepostet. Ich habe mich verliebt, wir haben das ganz zufällig gefunden. Ich bin da reingegangen und ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Das als kleinen Einblick vielleicht. Super, super empfehlenswert. Ich war auch zweimal kurz in Amsterdam. Ich glaube, da muss man echt die richtigen Spots finden. Ja, war auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht in so einem kleinen Vlog noch verpacke, sodass ich euch da Einblicke gebe, weil ich auch bei einer Ausstellung war. In der Fabrique des Lumières war das, glaube ich. Genau, von Mint auf jeden Fall. So viel weiß ich noch. War super, super interessant. Es ist auch ein Künstler, der Tarotkarten gezeichnet hat und ich fand das super interessant und deswegen bin ich in die Ausstellung gegangen und es war ein Traum. Es ist so unfassbar schön. Museen und Ausstellungen, auch Theaterstücke. Ich liebe sowas einfach und das war auch nochmal ein großes Highlight in Amsterdam. Genau, aber ich glaube, ich mache, glaube ich, so eine kleine Zusammenfassung in einem Vlog, dann habt ihr davon auch was, weil ich habe so ein paar Teile auch für einen Vlog, jetzt nicht aus dem Urlaub, aber allgemein. Mal schauen. Aber okay, wollen wir mit dem Vlog anfangen? So, ich habe das Ganze mal hier neben dem Stuhl gelegt. Fangen wir an, Leute, ihr wisst, meine Farbe für diesen Sommer ist pink und dementsprechend musste ich auch, ich muss grinsen, wenn ich in die Tüte gucke, weil mich da nur pinke Sachen gerade angucken, aber es sind auch noch andere Farben dabei. Da habe ich einen Zweiteiler gefunden, den gab es in richtig vielen Boutiquen, den gibt es auch hier in so No-Name-Boutiquen. Ich habe das Gefühl, mein Stuhl bricht gleich zusammen, der ist irgendwie total wackelig. Diesen Stoff, das ist dieser Windelstoff, also früher bestanden die Windeln aus dem Stoff, der sieht so aus, ist schon getragen, deswegen ist er jetzt etwas zerknittert. Also die Hose, das ist eigentlich vorne und das ist hinten. Das gab es auch als Einteiler, aber ich habe es jetzt im Zweiteiler mitgenommen, weil die Einteiler waren alle kaputt, aber sahen auch so schön aus. Und es gab auch noch einen hellen Orange, war auch richtig schön. Genau, wir haben hier halt eine Shorts und ein Hemd in diesem Windelstoff. Ich habe mir das jetzt so gemerkt. Richtig, richtig schön, locker, flockig und der Vorteil bei einem Zweiteiler ist natürlich auch, dass man es zusammen kombinieren kann, aber auch getrennt. Deswegen gerade solche Hemden kann man immer richtig gut auch einfach so über ein Outfit drüber werfen oder ich habe momentan auch eine Denim-Shorts, mit der ich auch super gerne verschiedene Looks kreiere. Das war wie gesagt in so einer Boutique. Dann war ich in einem Thrift Store und der hieß für ein Apfel und ein Ei. Apfel und Ei. Und da habe ich gesehen, den gibt es auch in verschiedenen Städten in Holland. Genau, da habe ich diese hier mitgenommen. Auch wieder in diesem Windelstoff mit so einem Knopf. Fand ich richtig süß. Wo die ursprünglich her ist, weiß ich leider nicht. Die ist hier unten halt, muss man einmal umnähen, dass das gerade sitzt. Aber sie ist so ein bisschen wie so eine Bermuda-Shorts. Von der Länge her, man kann sie aber auch kürzer machen, wenn man sie nochmal umschlägt, muss ich halt wie gesagt einmal festnähen, dass das nicht so runterhängt. Aber ich fand die so süß, deswegen musste die weg. Mit. Dann gab es dort auch in so Drogerien solche Caps, ich weiß nicht, wie man die nennt, finde ich auch richtig, richtig cool. Ich wollte sie euch kurz zeigen, die gehört nicht mir, aber finde ich auch super cool, steht mir leider nicht so. Sonst hätte ich mir auch eine mitgenommen. Aber ich bin... Mir sind Kopfbedenkungen richtig schwierig. Leider, leider.
Wir haben noch eine pinke Sache, die gab es auch in einer Boutique, in vielen Boutiquen. Das ist ein richtiges Neonpink diesmal. Aber das ist so eine Wollstrickjacke. Finde ich richtig cool, gerade auch für abends zum Drüberwerfen oder wenn es jetzt wieder ein bisschen frischer wird, ist das voll der Eyecatcher, selbst wenn so ein bisschen regnerischer Sommertag ist oder so. Wenn du dann sowas anhast, sieht das so cool aus. Gab es in vielen verschiedenen Farben. Und in Holland ist das Coole immer, okay, heutzutage werden die Trends anders gesettet, aber meistens sind die Trends, die nach Deutschland kommen, schon ein Jahr vorher in Holland oder zwei. Okay, ich würde so eher ein sagen, weil durch die Digitalisierung, Social Media und so sind wir ja alle super schnell. Aber deswegen, ich liebe es einfach dort zu shoppen. Genau, und dann habe ich mir ein Oberteil mitgenommen. Es gab es auch in verschiedenen Farben. Das ist jetzt natürlich nicht zugeknotet. Das ist wie so ein Bandana im Prinzip. Das ist vorne. Und hinten ist dann so ein Knoten. Das ist jetzt offen. Aber als Oberteil gemacht. Also umgeschlagen und dann zusammengenäht. Gab es auch in Grün und in Rot. Richtig, richtig schön. Also echt super schön. Wie gesagt, gab es auch in einer Boutique, die jetzt keinen speziellen Namen hatte. Der Matcha ist heute wieder richtig gut geworden. Genau, dann habe ich noch aus dem Secondhand-Laden Apple und Ei ein Kleid gefunden. Sieht auch sehr schön aus. Ich muss das kurz umdrehen. Das ist in so einem Leinstoff. So sieht das aus. Ist gerade schwierig zu zeigen. Und die Träger sind wie in so einem, ja, in diesem Schleifenstoff, womit man auch Schleifen macht für Geschenke zum Beispiel. Richtig, richtig schön. Gerade so Basics kann man immer perfekt kombinieren. Man kann daraus so coole Sachen einfach machen. Die Preise weiß ich jetzt nicht mehr. Da gab es aber auch eine Korbtasche, die war so schön. Und dann dachte ich mir so, nein, ich habe schon so eine ähnliche, warum jetzt doppelt kaufen? Aber das war so eine Korbtasche, die von alleine so steht und die Henkel hat. Und ich habe halt nur so eine, die man hinstellt, wenn man die hinstellt, dann zerknautscht die so, weil das in so einem lockeren Korb ist, wenn man es sagen kann. Habe ich richtig bereut. Aber nun gut. Genau, in noch einer Boutique. Ah nee, ich habe noch ein Oberteil von Apple und Ei. Und zwar ist das dieses hier. Ganz viele bunte Farben drin. Und ich dachte mir, auch das kann man richtig cool kombinieren mit so einer mit was für einer Hose. Kann man auch mit einer Jeans gut kombinieren, sogar mit hohen Schuhen dann noch. Oder auch mit einer gerade geschnittenen Stoffhose. Da kann man alles Mögliche draus machen, ne? Das ist von der Marke, vielleicht sagt euch das was oder hilft euch, Mötivi. Ich versuche euch das einzublenden, dann habt ihr da einen Anhaltspunkt. In dem Kleid war leider auch nichts drin. Und die Kleidungsstücke aus den Boutiquen waren meistens immer so italienische Marken. Also ich glaube, die kommen alle aus Italien. Dann hatte ich noch ein Zweiteiler. Das ist auch wieder nicht gebunden. Aber ich glaube, das kann man auch binden, wie man mag. Ich mache das gerade mal provisorisch. So. Und zwar sieht das Oberteil so aus. Es ist knallbunt. Es schreit einfach nach Sommer. Und es sind so typische Sachen, die ich auch einfach gerne im Urlaub dann auch trage. Und sowas habe ich mir entsprechend dann mitgenommen. Auch wieder pinke Zweiteiler am Anfang. So sieht es auch. Ihr seht, das ist auch nicht unbedingt jetzt groß hochwertig. Das wird auch nur einmal umgeschlagen und genäht. Aber ich fand das so schön, weil ich sowas auch noch nicht im Kleiderschrank habe. Mit so bunten Farben. Und ich habe so ein buntes Top, hatte ich euch auch mal in einem Haul gezeigt. Das passt perfekt darunter. Das sieht aus, als würde das dazugehören. Deswegen kann man das auch so ganz gut binden. Ich glaube, weil das so lang ist, gehört das eigentlich hier einmal drum. Aber ja, genau. Und dazu halt noch die passende Shorts. Auch richtig, richtig cool. Dann haben wir... Ah nee, ich habe noch eine Sache, also noch zwei. Dann habe ich noch diese Jacke aus dem Sale mitgenommen. Ich glaube, das war ein Sale. Sie schreit nach Paris. Sie schreit einfach nach Paris. Ich vermisse Paris so unfassbar. Ich war letztes Jahr im Sommer in Paris und ich liebe einfach Paris. So sieht sie aus. Ist grün und hellblau haben wir hier drin. Also Mint, so ein Grasgrün, schwarz-weiß, hellblau. Also, ne? So, so schön. Ich finde, das hat auch, halt auch einen richtigen Vibe, wenn man das trägt. Ich habe vor allem schon solche Röcke in anderen Farben. Aber es ist einfach ein Vibe. Und ich liebe, ich finde es richtig, richtig cool. Ich habe jetzt eine Jeans an, aber auch damit sieht das so cool aus. Das ist ein richtig cooles Outfit gerade.
Ich freue mich voll und ich freue mich auch darauf, die tragen zu können. Und die habe ich von Mango. Mango hat manchmal auch richtig schöne Sachen. Ich war früher oft bei Mango. Und die war reduziert, boah, von 70 Euro sogar auf 30. Genau, und dann war ich in noch einem Shop. Und da kann ich auch euch den Namen nennen. Und zwar ist es Shubai. Da gab es auch einen so coolen Rock für den Herbst. Perfekt. Oder auch im Sommer, wenn es abends kälter ist. Wenn man den auch abends rausgeht oder so, kann man den auch richtig gut kombinieren. Und zwar ist das so ein Rock. Ich weiß nicht, ob ihr den so gut erkennen könnt, aber der ist so gesteppt und ist so ein bisschen, ja, wie Down gemacht, aber halt nicht mit Down gefüllt, sondern mit Vlies vermutlich. Mit einem Gürtel und so einem, ja, Tasche. Also Fake-Tasche, da ist keine Tasche dran. Aber der hat auch Taschen, also Seitentaschen, aber die hier unten ist keine Tasche, so, das wollte ich sagen. Auch richtig, richtig cool, perfekt für den Herbst. Genau, und der hat 50 Euro gekostet. Ich habe mir diesen Rock gekauft und dann habe ich mir geschworen, ich werde diesen Herbst mehr Röcke tragen. Ich werde jeden Tag in die Schule gehen. Also jeden Tag muss ich eh raus. Ich muss Röcke tragen. Ja, genau. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich habe euch jetzt die Sachen aus Amsterdam gezeigt. Ich habe auch in der vergangenen Zeit ein bisschen hier geshoppt. Das werdet ihr so bestimmt mal mitbekommen. Oder wenn ich Outfit-Posts mache. Die mache ich tendenziell momentan mehr auf Instagram und auf TikTok auch, also spontan. Deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr da auf jeden Fall vorbeischauen. Ansonsten Videowünsche wie immer in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich freue mich über jeden Zuschauer-Feedback, wisst ihr, in die Kommentare. Nämlich genauso wie Videowünsche. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!